Hallo meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Herbstkollektion 2015 von Enchanted Sense. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich ist es soweit. Dieser leidige Sommer, den wir dieses Jahr hatten, dieser affig heiße Sommer, den ich gehasst habe, ist vorbei. Gott sei Dank. Und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam heute die Herbstkollektion einzuleiten, zusammen mit Enchanted Sense, den neuen Düften, die ich für euch kreiert habe. Es wird sehr wahrscheinlich ein langes Video. Macht's euch schon mal gemütlich, holt euch was zu knabbern, holt euch was zu trinken. Ich habe mir sicherheitshalber hier auch mal was hingestellt, falls ich einen trockenen Mund kriege. Denn es lohnt sich dieses Mal wirklich dran zu bleiben. Ich bin nicht nur sehr kreativ geworden dieses Mal in dieser Kollektion, ich habe außerdem 28 neue Düfte für euch. Sie sind nicht alle neu, es gibt ein paar alte neue, also welche, die von meinen Kunden wieder gewünscht wurden, die ich letztes Jahr schon mal hatte. Enchanted Sense gibt es ja jetzt genau ein Jahr. Und ich habe letztes Jahr mit der Herbstkollektion 2014 den Start mit Enchanted Sense begonnen und da waren einige Düfte dabei, die von meinen Kunden vor Ort also definitiv dieses Jahr wieder gewollt wurden und ich bin ja so, ich gehe auf Kundenwünsche ein, weshalb es also einige neue alte gibt oder alte neue, wie man es nimmt und komplett neue Düfte. Also wie gesagt, lehnt euch zurück, holt euch was zu knabbern, zu trinken und zu schreiben. Notiert euch am besten mit, was ihr haben wollt, damit ihr anschließend dann gleich in den Online-Shop stürmen könnt und drauf los shoppen könnt. Denn es ist wie immer alles nur begrenzt. Ne? Es ist nicht so wie bei anderen Kerzengießern, dass da Unmengen davon zu haben sind. Aber das wisst ihr ja. So, ich fange dann erstmal an mit meinen Cubes und Drops, die es gibt. Die Düfte, die ich euch jetzt vorstelle, sind also als Scent Cubes zu erwerben, als Sechserpack und oder als Probiergröße, Mischgröße, als Scent Drop. Müsst ihr dann im Online-Shop schauen, ob von allem noch beides da ist. Es gibt einen Duft, den habe ich nur als Drop gemacht. So, da komme ich dann aber dazu, das sage ich dann auch. Also, jetzt wird es erstmal frisch und zwar habe ich nachgegossen auf ganz großen Wunsch von euch und auch von meinen Kunden vor Ort. Der hat hier eingeschlagen wie nix, Island Spa. Also das ist eine Nachgießung aus der Sommerkollektion, ist ein Original Yankee Candle Duplikation. Ja, und wer Island Spa kennt, der liebt ihn einfach. Es ist der ultimative Wellnessduft überhaupt. Es gibt keinen besseren. Er ist frisch, zitronig, spritzig und trotzdem hat er was total Beruhigendes. Also der ultimative Wellnessduft, wie gesagt. Und kann ich euch nur empfehlen, für ins Bad, für ins Schlafzimmer, für ins Wohnzimmer. Er passt eigentlich überall hin, außer in die Küche. Da würde ich ihn jetzt nicht unbedingt, aber ja, vielleicht macht er sich auch ganz gut und nimmt Küchengerüche weg. Ich weiß es nicht, ausprobiert habe ich es noch nicht, aber aufgrund der Zitrone und des Eisenkrauts, was da drin ist, was ja auch zitrisch ist, könnte das sein. Müsste man dann einfach mal ausprobieren. Aber wie gesagt, für mich ist es ein Schlafzimmerduft, ein Wohnzimmerduft, ein Badezimmerduft und ich habe ihn auch ganz oft bei mir im Geschäft an, ne? Weil Wellness und klar, passt ja. So, dann, das ist jetzt der Duft, den ich definitiv nur als Scent Drops gemacht habe und zwar Helper's Best. Helper's Best ist ein Geruchsvernichter, der Einsatz in der Küche findet. Für wenn ihr gekocht habt mit Fisch, Knoblauch, oder aber auch im Wohnzimmer, wenn ihr raucht oder ihr Gäste hattet, die bei euch in der Wohnung rauchen dürfen. Ich schmeiß meine Gäste in dem Moment auf den Balkon und sage, nichts da raus, hier wird nicht geraucht. Wenn ihr das wollt, bitte Balkon. Und dieser Duft ist entstanden aufgrund von einem Kundenwunsch. Denn ich habe eine Kundin, die ist wirklich sehr gebeutelt.
Ja, sie hat in ihrer Familie, also es ist ein Mehrfamilienhaus, wo sie wohnt, jemanden mit drin wohnen von der Verwandtschaft ihres Mannes, der Wohnrecht auf Lebenszeit hat und der leider nicht der, ja, sauberste Mensch ist, was Körperhygiene, Wohnungshygiene und Co. angeht. Hinzu kommt, er raucht sehr viel. Also das heißt, man könnte schon sagen, es ist ein kleiner Messi, so wie sie mir das schildert. Das ist eine Krankheit, das wissen wir alle. Aber nichtsdestotrotz entstehen natürlich bei Leuten, die so eine Krankheit haben, die nicht sauber machen, die auch die Körperhygiene vernachlässigen, unangenehme Gerüche. Und sie hat eine Duftlampe im Flur stehen und hat schon so ziemlich alles probiert. Es gibt einige Düfte, die helfen da sehr gut, aber sie wollte mal so einen ganz speziellen Geruchsvernichter haben. Und deshalb habe ich dann Helpers Best gegossen. Und Helpers Best ist also ein Duft, der ist zitronig, aber ohne eine Klosteinnote zu haben und grün. Also es ist eine Mischung aus frisch geschnittenem grünen Gras und einer Zitronikennote. Und er ist wirklich intensiv und wie es bei ihr geholfen hat, weiß ich nicht. Also sie war vor meinem Urlaub bei mir, sie hat es auch mitgenommen. Ich sehe sie jetzt auch erst wieder nach dem Urlaub. Ich kann euch definitiv nur sagen, in der Küche nimmt er wunderbar die Essensgerüche von Fisch und Knoblauch weg. Also das funktioniert prima. Das habe ich ausprobiert. Also für alle, die schlechte Gerüche eliminieren möchten, Helpers Best. Und wie gesagt, den gibt es nur als Drop. Ja? So, dann kommen wir wieder zu den normalen, regulären Sachen. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen kuschelig und ja, ach, es wird lecker. Und zwar Herbstwald. Herbstwald ist ein gemütlicher, würziger und trotzdem fruchtiger Duft. Ihr riecht frisch gefallenes Laub, rote Äpfel, ein Hauch von Zimt, Nelke und Muskat. Aber die Gewürze sind wirklich nur ganz, ganz leicht im Abgang. Ihr müsst euch das so vorstellen: ein richtig kalter, usseliger, nasser Herbsttag. Es regnet. Und ihr seid im Wald unterwegs, spazieren vielleicht mit eurem Hund. Es schüttet wie aus Eimern, aber der Hund muss raus. Ihr riecht diese nassen Blätter und ihr kommt dann nach Hause. Habt noch den Duft vom Wald in der Nase. Macht euch einen schönen warmen Tee mit Gewürzen und die Apfelschale steht nebendran mit roten Äpfeln. So müsst ihr euch das vorstellen. Es ist ein schöner, kuscheliger, warmer und trotzdem fruchtiger Herbstduft. Also ganz, ganz toll. Ich liebe ihn. Herbstwald. Also für alle, die es fruchtig und trotzdem ein bisschen würzig mögen, genau das Richtige. So, dann das nächste, was euch erwartet, ist ein richtiger Kuschelduft. Den hatte ich eingeführt Anfang des Jahres und so schnell wie ich ihn eingeführt hatte, beziehungsweise so schnell wie ich ihn in den Schrank reingeräumt habe, war er weg. Ich habe mich letzten Endes gefragt, wieso, weshalb, warum habe ich den überhaupt in den Schrank geräumt? Der musste jetzt wieder her. Es wurde auch schon online danach geschrien. Die Rede ist von Zartgefühl. Und Zartgefühl ist, wie gesagt, ein ganz cremiger, weicher, kuscheliger Duft. Ja, der ist, ja, wie gesagt, wie wenn ihr eine schöne Bodylotion nehmt, euch eincremt und dieses Geborgenheitsgefühl, was ihr habt, cremig, sanft, kuschelig, ja, das ist Zartgefühl. Er ist sehr, sehr intensiv. Und ich kann nur sagen, je länger der in der Duftlampe ist, umso besser wird er. Ich sage immer, umso lulliger wird er, ja? Also umso weicher und umso kuscheliger. Ein absoluter Bestseller, kann ich euch nur empfehlen. Und er weckt bei manchen von uns, wenn er das riecht, Kindheitserinnerungen. Weil es riecht nach was ganz Speziellem, was wir eigentlich alle kennen sollten. Zartgefühl. So, meine Lieben, jetzt wird es fruchtig. Denn auch an die Fruchtliebhaber habe ich im Herbst gedacht.
Was also auch wieder da ist, was wieder sein musste. Auch ein Bestseller. Und das ist ein Duft für alle, die es richtig fruchtig, spritzig und ein bisschen herb mögen. Blutorange Goji. Also ihr riecht bei dem Duft wirklich spritzig, herbe Blutorange, gepaart mit herber Goji-Beere. Ich selbst wusste nicht, wie Goji riecht oder schmeckt, bis vor kurzem, bis eine Kundin mir dann mal getrocknete Goji-Beeren mitgebracht hat. Sie sind wirklich herb. Also es riecht wirklich genauso, wie diese getrockneten Goji-Beeren geschmeckt haben. Und es ist ein wunderbarer Ausgleich zwischen Blutorange und dieser Goji-Beere da. Es dominiert nichts. Also es ist wirklich halb-halb. Ein ganz, ganz toller Duft. Immer wieder gern genommen und ja, also für alle, wie gesagt, die es fruchtig, spritzig und leicht herb wollen, der ist richtig ganz, ganz toll. Auch ein Bestseller, wie gesagt. So, dann musste auch wieder her roter Apfel. Da haben auch ganz viele danach geschrien, weil dieser rote Apfel ist wirklich roter Apfel. Also, das hat nichts von Apfel mit Klosteinode überhaupt nicht. Es ist ein roter Apfel, wie wenn ihr wirklich bei einer Apfelplantage steht, die Äpfel reif sind, ihr pflückt den frisch vom Baum runter und reibt den dann mal so am Pullover oder am T-Shirt entlang, um den Dreck, der da dran ist, wegzubekommen, bevor ihr reinbeißt. Und diesen Duft, den ihr dann in der Nase habt, bevor ihr da reinbeißt, diese rote, knackige Schale von dem süßen roten Apfel, genauso riecht's. Also knackig, süßer, saftiger roter Apfel. Ach, der ist richtig, richtig toll. Also für alle Apfelliebhaber ein Muss. Und wer von Yankee Candle den Macintosh geliebt hat, der sollte den hier probieren, weil der ist noch um Längen besser. Also der kommt in die Richtung, ist aber wesentlich intensiver und einen ganzen Ticken besser, muss ich also wirklich sagen. So, das nächste. Ein Bestseller und trotzdem ein Duft, den man entweder liebt oder den man hasst. Dazwischen gibt es nichts. Meine Kunden lieben ihn sehr. Und dazu muss ich zwei kleine Geschichten erzählen, zwei kleine Anekdötchen. Ich liebe ihn sehr. Es ist ein total amerikanischer Duft. Er passt wunderbar in die Herbst-Winterzeit, auch noch in den Frühling rein. Im Sommer gibt es ihn bei mir nicht, ansonsten habe ich den immer im Programm, weil er so gern genommen wird. Die Rede ist von Weintraube. Es ist amerikanische Weintraube und ich weiß noch, wie ich letztes Jahr angefangen habe, ich habe gesagt, boah, ich mache Weintraube. Und ich liebe es ja und meine Mutter hasst es seltsamerweise. Meine Mutter hasst amerikanische Weintraube. Und da sagte meine Mutter noch, ach, den verkaufst du nie, hör doch auf und du mit deiner Weintraube. Und ja, wehe, ich habe den Duft in der Lampe, der geht wie nix. Wer von euch noch die Weintraube von Party Light kennt, die es vor Jahren mal gab, und wenn ihr die geliebt habt, dann seid ihr bei dem Duft genau richtig. Denn für mich war die Weintraube von Party Light genau die Weintraube, wie sie sein muss, wirklich amerikanisch, wie Welch's Grape. Das ist eine Traubenlimo aus Amerika, pappig süß, aber lecker, hat eigentlich nichts mit deutscher Weintraube zu tun. Und genauso riecht dieser Duft. Und ich habe, nachdem Party Light diesen Duft eingestellt hatte, ich hatte natürlich gebunkert, ich habe immer noch welche da. Sie riechen auch noch. Damals war Party Light noch gut. Das muss man auch mal sagen, die waren wirklich mal gut. Und ich habe immer bei anderen Herstellern geguckt, wenn es das Thema Weintraube gab. Ist ein Duft dabei, der wirklich so riecht? Es gab einige Weintrauben, die waren nah dran, einige Grape-Düfte, aber leider nie 100%. Dadurch, dass ich dann schon so viel kannte von anderen Gießern und von anderen großen Firmen, wie auch Yankee Candle, die ja auch Weintraube drin hatten, wusste ich, was ich also nicht bestellen muss. Und ich habe dann andere Traubendüfte bestellt. Und Leute, ihr glaubt nicht, wie viele Traubendüfte es bei diesen Duftölherstellern in Amerika gibt. Die Amis lieben das halt auch.
Und ich habe so lange gesucht, bis ich ihn gefunden habe. Und er ist mir Gott sei Dank über den Weg gelaufen. Ich habe ihn. Also wer, wie gesagt, Partylight Weintraube geliebt hat, probiert ihn aus. Ihr werdet ihn lieben. Prinzipiell Leute, die American Grape Düfte lieben, probiert ihn. Er ist wirklich Hammer. Und es gibt noch eine kleine Anekdote dazu, bevor ich dann beschreibe, wie er riecht. Ich habe eine Kundin, die kam letztes Jahr, wie ich das eingeführt hatte. Ich hatte meine Schnuppertester, das ist jetzt die zweite Anekdote, die zweite Geschichte, die ich erzählen muss. Und sie kam rein, sie guckt die ganzen Tester an und liest Weintrauben. Sagt, Weintrauben, ich mag ja keine Weintrauben. Und sie schnuppert alles durch und macht auf. Er riecht also kalt auch anders als warm und sagt, ja, ich sag ja, ich mag ja keine Weintrauben. Und ich hatte den in der Duftlampe vorne drin. Und dann sagt sie zu mir, aber der Duft, den sie vorne in der Lampe haben, der ist so klasse. Also der ist so hammergenial. Den muss ich haben, wenn sie den noch haben. Dann habe ich nur gesagt, Frau, so und so, ich denke, sie mögen keine Weintrauben. Und sie so, nö. Ich so, aber das ist Weintraube. Nee, ich so, doch, das ist Weintraube. Ihr glaubt nicht, wie der sich verkauft, wenn der in der Lampe ist. Also man muss ihn wirklich warm gerochen haben. Da ist er um ein Vielfaches besser als kalt. Meine Mutter versteht die Welt auch nicht, aber ich habe letztes Jahr schon zu ihr gesagt, der Deutsche braucht mehr amerikanische Weintraube. Und ich habe recht gehabt. Und er riecht also wirklich total pappig, süß, künstlich. Und trotzdem hat er was total Fruchtiges, leicht Spritziges. Und je kühler es draußen ist, umso besser wird er. Also Leute, wer schon mal American Grape gehabt hat in irgendeiner Form, probiert ihn. Ihr werdet wirklich nicht enttäuscht sein. Es ist mein absoluter Liebling. Und wie gesagt, es ist ein totaler Bestseller. War bei der offenen Schnupperstunde fast wieder komplett weg. So. Der nächste tolle Duft, Sunny Harvest, auch ein Wiederkehrer aus dem letzten Jahr. Ist auch ein fruchtiger Duft. Finde ich auch total klasse. Und da stellt euch einen sonnigen Herbsttag vor. Die Blätter haben sich schon total verfärbt, die Sonne scheint. Trotzdem ist es kühl. Und ihr spaziert durch die Weinberge und ihr riecht weiße Trauben und trotzdem weht von irgendwoher noch der Duft von reifen Pflaumen und Aprikosen zusammengepaart mit diesem frischen, ja, verfärbten Laub. Also es ist ein ganz toller Duft. Ich liebe ihn. Und wer von Yankee Candle diesen, wie hieß er denn? Napa Valley Harvest kennt. Das war mal ein limitierter Duft in Deutschland. Den gab es eigentlich nur in Amerika. Einige Yankee Candle Shops hatten den dann importiert. Der kommt wirklich nahe dran. Also es ist kein Dupe, das sage ich dazu. Aber er hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit damit. Also wer diesen Napa Valley Harvest mochte, sollte auf jeden Fall mal Sunny Harvest probieren. Fruchtig, frisch, oh, Herbst pur. Sonniger Herbsttag ist das für mich. Also ja. So, das nächste Leckerchen, Heidelbeerwein. Auch ein ganz, ganz toller, fruchtiger, intensiver Duft. Nach reifen, süßen Blaubeeren. Das Ganze gepaart mit einem Spritzer Weintraube. Also wer Weintraube mag, der wird den auch lieben. Das kann ich definitiv sagen, weil er hat wirklich Traubenakzente mit drin. Ist zwar nicht komplett so wie reine Weintraube, aber eine schöne Mischung aus Weintraube und Blaubeeren. Ein ganz, ganz toller Duft. Und beide sind wirklich sehr, sehr intensiv. Und also da habt ihr wirklich lang dran. Ich hatte den letztens drin. Gerade jetzt die Weintraube und habe zu meinem Mann gesagt, also ich liebe ihn ja wirklich sehr, aber nach 4 Tagen ist dann doch wirklich mal gut. Also er roch immer noch. So, das nächste Leckerchen, ach, da sterbe ich ja für. Also der ist so toll. Erdbeer-Pfirsich-Konfitüre. Alle Erdbeer- und Pfirsich-Fans sind hier richtig. Ihr riecht, ach,
weiße, das ist ganz wichtig, weiße Pfirsiche, die riechen einfach anders als normale Pfirsiche. Und zwar diese Plattenpfirsiche, diese weißen, französisch plattgedrückten Pfirsiche. Die haben einen ganz speziellen Namen, heißen die nicht sogar Plattpfirsich? Keine Ahnung. Also diese Platten, die sind definitiv ja auch aromatischer als alle anderen. Frische, aufgeschnittene, weiße, platte Pfirsiche mit reifen, süßen Erdbeeren. In einen Topf, Gelierzucker drüber und das Ganze eingekocht. Ihr riecht die volle Frucht, das Süße von der Frucht schon und auch den Gelierzucker. Der ist so, so toll. Also ich liebe ihn. Abgerundet mit einem Hauch Vanille. Also wirklich gigantisch. Ein ganz, ganz toller Duft. Wie gesagt, alle Erdbeer- und Pfirsichliebhaber, probiert ihn. Er ist spitze und auch schön intensiv. So, jetzt werden wir dann langsam mal ein bisschen süßer. Das war ja jetzt fruchtig süß. Jetzt werden wir richtig süß. Und zwar New York Cheesecake. Und Leute, der riecht wirklich so, wie wenn meine Tante aus Amerika ihren Cheesecake gemacht hat. Es ist... Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Der ist so lecker. Ihr riecht einen richtig schönen Kekskrümelboden, indem ihr Butterkekse nehmt, die richtig schön, ne, mit Weljaholz, wie wir sagen, also mit wie heißt denn jetzt Weljaholz auf Hochdeutsch? Also mit dem Teigroller. So, Teigroller? Ja, mit dem Teigroller. Also auf darmstädterisch hessisch heißt das Weljaholz. Wenn ihr die Butterkekse in eine Tüte reintut, die richtig schön klein rollt, dann flüssige Butter dazu in eine Springform, richtig schön platt gedrückt und dann... Und das ist der Unterschied zu American Cheesecake im Gegensatz zu deutschem Käsekuchen. Frischkäse, ganz viel Vanillezucker, ein Spritzer Zitronensaft, das da drüber und zum Schluss noch so eine kleine Schicht Sauercreme drüber. Und das riecht hier alles. Kekskrümelboden, der süß ist. Süße Philadelphia-Creme mit einem Spritzer Zitrone und ganz, ganz viel Vanillezucker. Ach, er ist so, so lecker. Ganz, ganz toll. Also für alle Süßmäulchen New York Cheesecake. Ich würde empfehlen, wenn ihr den in die Lampe tut, es gibt von Exquisa so... Käseküchlein, so längliche. Kommt hin, ist zwar kein Vergleich zu einem selbstgebackenen Cheesecake, aber kommt hin, falls ihr dann Hunger kriegt, schaut mal im Kühlregal, solltet ihr zu Hause haben. So, das nächste Leckerchen, ein Wiederkehrer vom letzten Jahr, warmer Milchreis. Und warmer Milchreis, da riecht ihr wirklich frisch gekochten, warmen Milchreis. Also er ist wirklich noch warm. Ihr zieht den gerade so von der Herdplatte runter. Zuckrig süß. Ein Stückchen Butter mit drin. Und dann obendrauf einen Hauch, wirklich nur einen Hauch, Zimtzucker. Ein ganz, ganz toller, kuscheliger, süßer, warmer Duft für die kalte, urselige Jahreszeit. Lecker. Für alle Leckermäulchen ist ja was. So, und der letzte Wiederkehrer vom letzten Jahr und auch schon Anfang des Jahres, da musste ich ihn auch machen. Also immer wenn es kalt ist, muss ich ihn irgendwie machen. Auch ein absoluter Bestseller. Blaubeermuffin. Und wenn ihr von Yankee Candle den Blueberry Scone gemocht habt, den es ja leider nicht mehr gibt, dann seid ihr mit dem hier echt richtig. Der ist sogar noch besser. Also ihr riecht wirklich reife, süße Blaubeeren. Und diese Blaubeeren stecken in einem ganz fluffigen, warmen Muffin drin, der eine richtig schöne Butternote hat. Süß, fruchtig, buttrig. Yum, lecker. Also ganz, ganz toll. Wer den hatte, kann euch das bestätigen, dass das wirklich ein ganz, ganz toller Blaubeerduft ist. So, meine Lieben, das war das,
was es dann als Cubes und als Drops gibt. Kommen wir dann jetzt zu meinen Merls. Die Preise bei den Merls sind immer unterschiedlich. Das richtet sich nach der Grammzahl, sage ich gleich. Die Preise sage ich nicht dazu. Findet ihr dann alles im Onlineshop. Wie gesagt, da geht es nach Grammzahl. So, für alle Blumenliebhaber, ja, die es blumig und trotzdem irgendwie frisch lieben, habe ich ein Yankee Candle Tube, und zwar eins der besten Blumendüfte, die Yankee Candle hat. Fresh Cut Roses. Es riecht exakt wie die Yankee Version, nur wesentlich intensiver. Und es ist einfach ein Rosenduft, der wirklich nach Rose riecht, ohne künstlich zu sein, ohne Kopfweh zu verursachen und ohne das, sorry, dass ich das jetzt sage, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, ohne so ein alte Oma-Rosenduft zu sein. Also stellt euch vor, ihr seid in einem englischen Garten und es ist ein schöner sonniger Tag und es blühen weiße und rosa Rosen. Keine roten, wirklich weiße, volle Rosen und rosa Rosen. Und ihr geht vorbei und haltet die Nase da rein und schneidet die ab und riecht dann auch noch das Grüne von dem Stiel, was ihr abgeschnitten habt. Also wirklich authentische Rosen mit dem Grünen vom Stiel. Fresh Cut Roses. Und da bekommt ihr dann, das zeige ich euch jetzt, so ein Merlt. Könnt ihr euch dann zuschneiden. Na? Fresh Cut Roses. Da zeige ich es euch auch nochmal. So, da gibt es dann ein Merlt. Das nächste Merlt, was ich habe, ist wieder für alle Freunde von frischen Düften, von frische Wäschedüften, die trotzdem ein bisschen Kuschelfaktor möchten, nämlich Kuschelbär. Und Kuschelbär riecht wirklich, wie wenn ihr euren Teddybär aus Kindertagen nehmt, weil er schmutzig ist, und ihr steckt ihn in die Waschmaschine und wascht den mit einem ganz, ganz tollen Weichspüler. Dann nehmt ihr einen Teddy aus der Waschmaschine raus und tut ihn in den Trockner. Und wenn der Teddy dann aus dem Trockner kommt, so riecht Kuschelbär. Also nach frisch gewaschener, warmer Wäsche, direkt aus dem Trockner. Einfach toll. Richtig frisch und trotzdem kuschelig. Ein ganz, ganz toller Duft für ins Schlafzimmer, aber auch ins Wohnzimmer. Also im Badezimmer würde ich ihn weniger, weil da ist er dann doch schon wieder, obwohl es ein Wäscheduft ist, einfach zu kuschelig für. Also er ist genau wie Zartgefühl. Er hat was Lulliges, wie ich immer sage. Ne? Und natürlich, wie soll es anders sein, bei Kuschelbär bekommt ihr ein Bärli. Das Bärli kennt ihr schon. Da ist er. Ne? So, da ist der Kuschelbär. Den gibt es da. Ne? Gut. Könnt ihr euch dann auch zurechtschneiden. So, es wird wieder fruchtig. Und es ist wieder ein sehr beliebter Duft von Yankee Candle, wo ich ein exaktes Tube gefunden habe, nämlich Mango Peach Salsa. Und wer Mango Peach Salsa kennt, der weiß, dass bei dem Duft die Pfirsich im Vordergrund steht, eine schöne, reife, gelbe Pfirsich, keine weiße. Da ist dann wieder der Unterschied, ne, von vorhin. Und reife, süße Mango. Also nichts Spritziges, sondern wirklich reife Mango. Ja, mit so leichten Blütenakzenten dabei. Er ist einfach toll. Es ist ein ganz, ganz toller Duft. Und er ist also wesentlich intensiver als die Yankee-Version. Und da bekommt ihr, es wird herzig jetzt, so ein Herzchen. Na, fängt die Kamera jetzt das mit dem Licht gut an? Ich glaube eher nicht. Egal. So. Na, Mango Peach Salsa. Ein schönes Herz zum Zusammenschneiden. Wie gesagt, es wird herzig. Wir bleiben bei Herzformen.
Und trotzdem ist es noch fruchtig. Der nächste Duft ist Ananas Cassis. Das ist auf Kundenwunsch entstanden, weil ich habe eine Kundin, die ist totaler Ananas-Fan. Also gibt es für sie wieder Ananas. Und der ist aber nicht, oh, ich finde den toll. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise mit Ananasdüften so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Mit dem hier überhaupt nicht. Der ist echt genial, denn er hat nicht dieses künstliche Ananas, was man oft hat, was ich immer gern mit weißen Gummibärchen vergleiche, die ich auch nicht mag. Nein, er hat spritzige Akzente. Also es ist eine reife, süße, wirklich authentische Ananas. Mit richtig spritzigem Cassis, also dunklen Johannisbeeren. Und die Johannisbeere überwiegt hier sogar ein bisschen. Und es ist ein ganz, ganz toller, fruchtiger, spritziger, leicht herber Duft. Also wer es wieder fruchtig, spritzig und herb mag, nicht so süß, der ist bei Ananas Cassis genau richtig. Das ist, ja, die fruchtig, spritzig, leicht herben Fruchtliebhaber sind da richtig. Und bei Ananas Cassis bekommt ihr so ein Herzchen. Ist das nicht toll? Also das, wie das aus der Form kam, ich war hin und weg. So. Na? Gut. Dann für alle, die kuschelige Düfte mögen, die in die parfümige Richtung gehen, die sind hier richtig. Oh, der ist toll. Und zwar die Rede ist von Brown Sugar and Fig. Es ist ein, ja, parfümiger Duft. Nach reifen, süßen Feigen, vereint mit braunem Zucker und aber auch noch im Hauch von Musk dabei. Und Musk ist ja was, was so total warm und kuschelig macht. Also er ist fruchtig, süß, kuschelig mit einer Parfümnote dabei. Also man muss es wirklich sagen, es ist kein reiner Fruchtduft, es ist wirklich ein fruchtiger Duft, der aber in die Parfümrichtung geht. Kann ich mir auch ganz, ganz toll als Parfüm vorstellen, gerade so in der Herbst-Winterzeit, weil er halt, ja, mal wieder so was Lulliges hat, ne? Und ich könnte mir denken, dass das so ein Duft ist, wer die Duftvideos von Sarah Sophie guckt, das ist so ein Duft, was in ihre Richtung geht. Genau so ist auch Zartgefühl. Und wer schon mal Düfte probiert hat, die so in die Richtung gehen, wie Sarah Sophies mag, der ist damit richtig. So, also, ne, damit ihr euch das vorstellen könnt. Brown Sugar and Fig. Und wie gesagt, wir bleiben herzig. Das kriegt ihr bei Brown Sugar and Fig. Ein schönes, lilanes Herzchen mit Braunanteil innen drin. Ja, gut. Es geht weiter und es wird süß. Wir sind immer noch bei Merz, ne? So, das nächste, was ihr bekommt, Waffeln mit Beeren. Und Waffeln mit Beeren ist ein Houseblend. Also von mir selbst kreiert. Und da riecht ihr warme, süße. Oh, der ist so lecker. Ah. Warme, süße Vanillewaffeln. Frisch vom Waffeleisen raus. Mit einem richtig großen Klecks süßer Schlagsahne. Und Himb- und Brombeeren dabei. Also ganz, ganz toll. Pfützchen auf der Zunge. Für alle Süßmäuler. Da seid ihr wieder richtig. Und ihr bekommt hier eine Waffel mit einem Sahnetupfen und zwei Beeren. Da muss ich jetzt was dazu sagen. Diese Beerenformen, die habe ich selbst gemacht. So. Man ist ja kreativ und ja, ich mache halt lieber Sachen selbst. Es gibt diese Formen auch selbst zu kaufen im Ausland, aber die sind schweineteuer mit Porto und allem. Und Mone dachte sich, warum nicht selbst machen? Ich also losgetigert, Brom und Himbeeren geholt und abgeformt. Ne? Wunderbar, schön authentisch. Jo. Dann hatte ich das Problem, bis ich diese Früchte wieder draußen hatte.
Das liegt daran, dass die Brombeeren wie die Himbeeren so richtige tiefe Einkerbungen haben. Das seht ihr. Na? Und die haben ja Kerne. Ich habe mehrmals diese Form probiert, sauber zu machen mit Wachs, indem ich immer wieder Wachs da rein habe. Es ging nicht. Folgedessen sage ich euch gleich, die Himbeere wie die Brombeere ist in diesem Fall unbeduftet. Das habe ich im Preis mit berücksichtigt, deshalb ist es auch etwas günstiger, weil in diesen zwei Beeren könnten noch richtige Beerenreste mit drin sein, weil wie gesagt die Form nicht richtig sauber wurde. Mittlerweile ist sie richtig sauber, weil ich habe einen Tipp von einer Kundin gekriegt, was ich mal probieren soll, und ich muss sagen, der war top. Also das ist auch eine Bastlerin, die Form ist jetzt sauber. Wenn in Zukunft wieder was gibt mit Brombeeren oder Himbeeren oder Erdbeeren, ich habe auch Erdbeeren gemacht und Blaubeeren, aber zu den Blaubeeren komme ich nachher. Die Blaubeeren, die waren sofort sauber, aber die sind ja auch nicht, naja, ne? Die sind ja auch nicht so hubbelig. Könnt ihr die in Zukunft in die Lampe tun? In dem Fall bitte nicht, weil ich weiß nicht, ob da noch Obstreste drin sind. Die sind also unbeduftet, wie gesagt, das wurde im Preis mit berücksichtigt. Ansonsten kann von dieser Waffel alles in den Burner, die komplette Waffel, wie auch der Sahnetupfen. Nur bitte tut mir die Früchte einfach neben auf die Seite. Ja, ich denke, man muss es einfach sagen, ich möchte so ehrlich sein, nicht, dass ihr die Früchte dann da in den Burner habt und dann sagt, das riecht nach gar nichts. Und wie sieht denn das aus? Also, wie gesagt, das ist im Preis berücksichtigt. Es geht, wie gesagt, nach Grammzahl. Legt es auf die Seite, guckt es euch an. Die sind dieses Mal nur dekorativ, beim nächsten Mal sind sie dann beduftet. Ja, so, also wie gesagt, eine Waffel mit leckeren Beeren, aber der Duft ist echt, er ist top. Also lasst euch nicht wegen den zwei Beeren da, im Geschäft war es schon ein Renner. So, der nächste Duft, an dem meine liebe Gerrit schuld ist, das muss ich jetzt mal sagen. Gerrit ist eine langjährige Kundin von mir und mittlerweile ist eine richtige Freundschaft daraus entstanden. Wir kochen mittlerweile auch ganz gern miteinander. Wer mir auf Facebook folgt, der hat es schon mitgekriegt, dass Gerrit und ich schon zweimal miteinander gekocht haben. Wir kochen dann immer irgendwie exotisch. Das letzte Mal haben wir Sushi selbst gemacht, war sehr gut. Und gerade letzte Woche haben wir zusammen New England Küche gemacht. Da war dann ein Büchlein dran schuld. Komme ich nachher dazu. Ich habe da nämlich auch noch einen Duft, der in diese Richtung passt. So, aber jetzt zu dem Duft, an dem Gerrit schuld war. Gerrit kam mal wieder zu einer wunderschönen Wellnessbehandlung und brachte mir was mit zum Essen. Ja, bin ja so Süßmäulche, wisst ihr ja. Und ich habe leider Gottes diese Macke an allem, was ich esse, erstmal dran zu riechen. Und ich mache die Tüte auf und sage, boah, riecht das gut. Und sage, wenn das jetzt noch so schmeckt. Und dann sagt Gerrit, ja, das wäre ja mal was als Duft. Also ich habe es als Duft gemacht. Ich habe es auch nachgebacken, es war lecker. Und es riecht genauso, wie es schmeckt. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was es ist, was ich da gekriegt habe und woran Gerrit schuld ist. Sie ist schuld an Peanut Butter and Jelly Cookie. Also leckere, knackige Erdnussplätzchen mit Marmelade. Und ihr bekommt, also, nein, stopp, ich zeige euch gleich, was ihr bekommt, bin wieder zerstreut. Es ist ewig her, dass ich Videos gedreht habe, sorry. Einfach nicht die Zeit dazu, muss nachher auch noch ganz viele Rezis abdrehen. Ihr bekommt hier einen wunderbaren Knallerduft von warmen, frisch gebackenen Erdnussbutterplätzchen. Also ihr riecht wirklich diese Erdnussbutter. Nussig, süß und trotzdem ein bisschen salzig, das riecht ihr, gepaart mit einem ganz, ganz großen Klecks roter, dunkelroter, fruchtiger Meerfruchtmarmelade. Sollte ich mal wieder backen, das sind nur so kalorienreich. Also, wenn ihr den Duft habt, er macht Hunger, aber im Gegensatz zu den richtigen Plätzchen, die wirklich eine absolute Kalorienbombe sind, bekommt ihr damit kein Hüftgold. Also es ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Und bekommen tut ihr dann
zu drei wunderschöne Peanut Butter and Jelly Cookies, die ihr euch dann gerade zurecht bröselt und in den Burner reintut. Ne? Ach, lecker. Ich sollte wirklich wieder welche machen. So, das nächste für alle Schleckermäulchen ist ein wunderschöner Vanilleduft, nämlich Vanille-Sahne-Pudding. Und das ist einer der besten Vanilledüften überhaupt. Übrigens, Peanut Butter and Jelly Cookie ist ein Hausblend, ne? Wollte ich nur dazu gesagt haben, genauso wie Waffeln mit Beeren, was auch ein Hausblend ist. Steht aber auch immer online dann dabei, wenn es ein Hausblend ist. So, also wieder zum Vanille-Sahne-Pudding. Cremig süße Vanille mit richtig viel Sahne. Also stellt euch wirklich vor, ihr nehmt von Dr. Oetker, ja, Schleichwerbung, aber es ist der beste Pudding. Den Bonbon Vanillepudding, kocht den und macht noch einen richtig großen Klecks flüssige Sahne mit runter, solange der noch warm ist. Genauso riecht er. Cremig, süß, vanillig, sahnig nach warmem Pudding. Total lecker. So. Und natürlich bekommt ihr beim Vanille-Sahne-Pudding auch einen Vanille-Sahne-Pudding. Ist ja klar. Ne? So. Dieses wunderschöne Teilchen hier bekommt ihr. Ja. Sieht man das? Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, heute ist mit dem Licht nicht so. Naja, gut. So, das nächste, wo ich sage, es passt in die Küche New Englands, was meine liebe Gerrit und ich letztens gemacht haben, nämlich Cider Donut. Und Cider Donut ist auch ein ganz, ganz fantastischer, warmer, kuscheliger, süßer Duft nach frisch gebackenen, warmen Donuts mit einem Hauch, wirklich, einem Hauch von Zimt und Zucker. Und Äpfeln. Also man riecht wirklich, dass dieser Donut mit Apfelsaft gemacht wurde. Und ein bisschen Gewürze drin. Und dann, wenn er rauskommt vom Frittieren, in Zimt und Zucker gewellt, sagen wir im Hessischen wieder. Also gedreht, gewendet wurde. So bestäubt wurde. Ach, er ist total lecker. Und wer den Cider-Donut-Duft von Kringle Candle war es, genau, Kringle Candle mochte, sollte den probieren. Der ist da also definitiv richtig. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. So, und natürlich bekommt ihr ahnt es schon, ne? Ja, genau, einen Donut. Einen richtigen Donut gibt es hier. Ne? Cider Donut. Total lecker, kuschelig, süß, mit einem Hauch von Zimt und ach, ist lecker. Ich könnte reinbeißen. Also ich weiß noch, wie ich den gegossen habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn du einkaufen gehst, bring bitte Donuts mit. Weil ich nicht die Zeit hatte, selbst welche zu machen und unser Bäcker macht wirklich gute Donuts. Die sind nicht so zäh, dass du sie gegen die Wand schmeißen kannst. Ich sage immer, die Donuts, die du sonst in Deutschland kriegst, die wird jeder Ami gegen die Wand schmeißen. Also der macht es richtig gut, muss ich wirklich sagen. Hut ab. Hat wie gesagt keine Zeit, selbst welche zu machen. So, das nächste ist wieder ein Duft aus dem letzten Jahr, der auch wieder gewünscht wurde, nämlich Banana Cream Cake. Und wer den Banana Cream Cake von Yankee Candle mochte, in dieser Sonderedition Eat Your Desert First oder wie sie hieß, keine Ahnung, schon zu lang her, der ist hier richtig. Es ist zwar kein exaktes Dupe, aber es kommt sehr, sehr nah dran. Wenn ihr den geliebt habt, probiert ihn auf jeden Fall aus. Er ist mega, mega lecker. Ja, es riecht nach reifer, süßer Banane, ein bisschen künstlich. Also es hat sowas von Haribo Schaumbanane. Sehr süß,
mit einem richtig großen Klecks süßer Vanillesahne. Aber total lecker. Also fruchtig, süß, kuschelig. Ich liebe ihn. Ihr wisst ja, ich liebe ja Bananen. Also. Und da bekommt ihr so 4 Petit Fous mit Sahnehäubchen obendrauf, mit einem Sahnekleckse und echten Bananenkrümeln, also getrocknete Bananenkrümel. Ich sag euch gleich, die Dinger sind so groß, das sind 4 Stück. Ich würde keinen komplett in die Lampe tun, ich würde die halbieren. Ich würde die wirklich einmal so, ne, halbieren und dass ihr 8 Teile davon habt. Es reicht. Sie sind nicht nur sehr groß, sie sind auch sehr intensiv. Das noch dazu. Also von daher, bitte, bitte, bitte halbieren. So, für alle Bananen, Papa. Und das letzte aus der Reihe der Merls ist ein wunderschöner, fruchtiger, leicht würziger Herbstduft, nämlich Blaubeer-Kürbissoufflé. Na? So. Und Blaubeer-Kürbissoufflé, da kriegt ihr schon mal eine Ahnung, was euch gleich erwartet. Riecht wirklich nach reifen, süßen Blaubeeren, die in einem warmen Kuchenteig drin sind, mit Vanillenote. Aber ganz anders als der Blaubeermuffin, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und einem Hauch, wirklich nur einem Hauch Muskat. Also es ist kein Zimt, keine Nelke, kein sonstiges Gewürzgedöns drin. Es sind reife, süße Blaubeeren in einer Teignote drin mit einem Hauch frisch geriebenen Muskat. Und das ist diese Kürbisnote. Also die meisten Kürbisdüfte sind ja immer so, so zimtlastig. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ihr braucht keine Angst vor diesem Kürbisduft zu haben. Es ist ein cremig, süßer, vanilliger, ganz, ganz leicht würziger Duft. Wirklich leicht. Also keine Angst, aber der Duft ist schön intensiv, fruchtig, warm und kuschelig. Und bei Blaubeer-Kürbissoufflé bekommt ihr ein Blaubeer-Kürbissoufflé. So. Da bekommt ihr so ein Teilchen. Das schneidet ihr euch zurecht. Und die Blaubeeren sind in diesem Fall, die sind beduftet. Weil die Blaubeeren, die waren super zum Reinigen. Also da hatte ich die Femme, die... Das hätte ich mir bei den Himbeeren und den Brombeeren gewünscht, ehrlich. Die Erdbeeren waren auch okay. Und das andere Gedöns, was ich alles noch abgegossen habe, was ihr im Laufe der nächsten Kollektionen zu sehen bekommt, ich habe einiges abgegossen, das war wunderbar. Aber das ist ja auch nicht so verschnörkselt, ne? Also wie gesagt, hier kann alles in den Burner rein. Und es ist ein ganz, ganz toller, leckerer Duft. Und wer Blaubeeren mag, wer kuchige Düfte mag, der ist hier definitiv richtig. Also sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Ganz, ganz lecker. So, das waren die Merls. Ich nehme jetzt mal einen klitzekleinen Schluck, weil ich merke, ich war gerade heißer. Moment. So, Entschuldigung, weiter geht's. Kommen wir jetzt zur Sonderedition, die es gibt. Die Sonderedition steht diesmal unter dem Motto, wie könnte es denn anders auch sein? Wir sind im Herbst unter dem Motto Happy Halloween. Denn es dauert nicht mehr lang, circa 4 Wochen noch, knappe 4 Wöchelchen, ja. Und dann ist wieder Halloween und ich liebe Halloween. Viele von euch auch. Und deshalb gibt es jetzt 4 Halloween-Düfte, die wieder in diesen Kappschalen drin sind. Ne? So, da haben wir einmal Spooky Boo. Und Spooky Boo ist ein Houseblend. Oh. Ihr riecht einen Hauch, aber wirklich nur einen Hauch von Kirschen, die sich in einer richtigen Zuckerschicht suhlen aus Puderzucker. Also, ne, stellt euch das so vor, ihr habt die Kirschen frisch gewaschen.
und ihr wollt, dass die Saft ziehen und ihr macht da aber keinen normalen Haushaltszucker drüber, sondern Puderzucker und da ganz, ganz viel. Gepaart mit ein bisschen Vanille und dann Schlagsahne dazu. So riecht es. Also fruchtig, süß, cremig. Total lecker. Nach Kirsche, Puderzucker, ein Hauch Vanille und Sahne. Ah, so. Also weg mit jetzt. Ich krieg schon wieder Hunger. Spooky Boo. Gut. Der nächste gehört natürlich dazu an Halloween. Trick or Treat. Und hinter Trick or Treat verbirgt sich ein ganz, ganz toller Candy Corn Duft. Und zwar knackig süße Candy Corns, diese kleinen, weiß-orange-gelben Bonbons mit einem ganz, ganz großen Klecks Buttercreme dabei. Knackig, süß, cremig, buttrig. Lecker. Lecker. So, auch ganz schnell weg. Ich glaube, anschließend brauche ich was Süßes. Das nächste. Was gehört an Halloween auf jeden Fall dazu? Genau, Kürbis. Und zwar in Form von einem orangefarbenen Duft, der also den Kürbis verkörpern soll. Jack O'Lantern. So, und unser Jack riecht folgendermaßen. Buttrig, cremig, vanillig, richtig schön cremig mit einem Hauch. Und wirklich nur einem Hauch von Zimt. Es ist erst toll. Für alle, die Angst vor Kürbisdüften haben, die könnt ihr wirklich probieren, weil ich selbst mag diese Kürbisdüfte, die total nach Gewürz riechen, überhaupt nicht. Und das ist also wirklich cremig, süß, vanillig, buttrig mit einem Hauch von Zimt. Ja, so. Schön, warm, kuschelig. Genau das Richtige für, wenn es an Halloween uselig ist, was ich doch hoffe. So, und Halloween ohne Hexen geht natürlich auch nicht, weshalb es dann noch einen schwarzen Duft gibt. Und das ist wieder ein Houseplant und auf den bin ich ganz, ganz besonders stolz, nämlich Oh So Magic. So, steht dann für die Hexe, die da steht und ihren Zaubertrank da zusammenrührt und Oh So Magic riecht. Ich muss schon schmunzeln, weil ich an den Sohn von der Kundin von mir denke, der das liebt, genau wie ich. Und meine Kundin mag es gar nicht, aber sie musste durch, weil sie hat dann gesagt, naja, fürs Kind. So, also es ist ein wirklich geheimnisvoller, mystischer Duft nach roten, samtigen, süßen Beeren, der sich mit erdigen, mystischen, geheimnisvollen Akzenten vereint. Das ist Oh So Magic. Und es ist ein ganz, ganz toller Duft für, wenn es draußen uselig ist und es regnet. Ja, weil er halt diese fruchtigen Akzente hat. Also er ist richtig fruchtig und hat trotzdem dieses geheimnisvolle, erdige, mystische dabei. Also ja, ganz, ganz toll. Wie gesagt, auf den bin ich super stolz. Der ist mir ganz, ganz toll gelungen, dieser Houseplant. Und der kam auch sehr, sehr gut an. Ich hätte es eigentlich nicht erwartet, dass der so gut ankommt, aber kam er. Also kann ich euch nur sagen, war im Geschäft, war es der Burner. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Thema Duftwachse. Schaut auch bei den Reads vorbei. Das ist immer noch mein Read vom Februar oder März. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, März habe ich es aufgestellt. Anfang März, Ende Februar, Anfang März. Ist immer noch was drin. Da gibt es wieder ein paar neue Düfte. Und schaut auch bei den Raum- und Wäschesprays vorbei. Da habe ich auch wieder aufgefüllt. Es gibt auch wieder Island Spa als Raum- und Wäschespray. Und ja. Als Read habe ich ihn auch. So, und jetzt habe ich noch was. Wichtig, dass ihr dran bleibt. Für alle, die
E-Burner haben. Ja, ich halte jetzt gerade mal den E-Burner in die Kamera. So, man kennt das ja, ne? Hier E-Burner, schön, Schälchen, alles gut. Jetzt gibt es aber Leute, denen geht die Schale kaputt, weil sie fallen lassen, was auch immer. Oder die gerne trotzdem noch eine Ersatzschale hätten, dass sie sagen, die eine ist dann im Gefrierfach, um das sauber zu machen, zum Wechseln etc. pp. So, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, die Schale ist hin. Jetzt habt ihr ja immer noch, ne, hier das Gehäuse. Es wäre ja wirklich irrsinnig, das wegzuschmeißen. Die kosten ja auch was. Also habe ich aufgrund von Kundenwunsch, weil eine Kundin von mir wollte gerne Ersatzschalen haben, nicht nur im Zuge dessen, dass was kaputt geht, da ist ja eher meine Schwiegermutter als Spezialistin, also was die schon Schale kaputt gehabt hat, ich weiß nicht, aber naja gut. Meine Kundin wollte hauptsächlich, um die Düfte schneller wechseln zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke, ich habe also mit dem Hersteller dieser Lampen mehrfach telefoniert, bezüglich Ersatzschalen tut sich da irgendwie nichts. Also original Ersatzschalen für die E-Burner ist leider nichts zu machen. Müssten vielleicht die anderen Kerzengießer, die ja auch diese Lampen haben, auch mal anrufen und sich mit dem Herrn auseinandersetzen. Vielleicht bringt es dann was, ich weiß es nicht. Aber die Firma hat andere Ersatzschalen für normale, also für Teelicht-Duftlampen im Angebot. Klar und gefrostet. Also ich habe beides ausprobiert und ich muss ehrlich sagen, die klaren finde ich nicht sehr schön, weil die weißen ja dann doch, weil die Lampen ja dann doch immer weiß sind. Sie passen also drauf, sie sind sogar tiefer, das heißt, ihr könnt mehr an Menge in die Schale reinhauen. Sie passen nicht hundertprozentig drauf, das heißt, es steht immer ein bisschen was ab. Aber das macht nichts, es ist besser, als wie das ganze Ding weggeschmissen. Ja? Ich habe die jetzt in gefrostet genommen, damit, wenn man, ich schalte das jetzt mal an, anmacht, das oben, Entschuldigung, nicht ganz so extrem durchscheint. Das ist immer noch, Entschuldigung, jetzt habe ich was in die falsche Kehle bekommen. Dass es immer noch schön harmonisch aussieht und nicht so grell durchscheint. Also in Zukunft kriegt ihr bei mir im Shop Ersatzschalen für die E-Birne, für den Fall, dass eure Originalschale kaputt sein sollte. Oder dass er sagt, nein, ich hätte gern noch was zum Wechseln. Ne? Also da könnt ihr dann vorbeischauen, für alle, die das brauchen möchten, wie auch immer. Es ist Ersatz da. So, meine Lieben, das war's jetzt auch endlich von mir. Ich habe lang genug gequatscht. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Leider Gottes hat meine Kamera keine Uhr dran. Ich habe schon gesagt, wenn die irgendwann mal einen Geist aufgibt, darauf werde ich definitiv achten, wenn mal eine neue Kamera hier einziehen sollte, dass die eine Zeitanzeige hat. So, Uhr da hinten hinstellen wollte ich auch nicht. Naja gut, alles in Ordnung, aber ihr mögt ja lange Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War wieder ein sehr langes Mono-Video. Ihr habt hoffentlich nicht nur Spaß gehabt, sondern ich hoffe, dass auch die Düfte euren Geschmack getroffen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im Online-Shop vorbeischaut. Zum Schnuppern und zum Shoppen. Online-Shop verlinke ich euch unten in die Infobox. Und ich verlinke euch auch die Facebook-Gruppe unten in die Infobox. Wer dort gerne beitreten möchte, stellt eine Gruppenanfrage. Ich schalte es dann frei. Und eine Sache muss ich auch noch kurz loswerden. Kunden aus meiner Nähe, also in Darmstadt und Umgebung. Ich mache ja immer, wenn eine neue Kollektion kommt, eine offene Schnupperstunde. Wer da gerne vorbeikommen möchte, aber kein Facebook-Account hat, das heißt, dass er nicht zu mir in die Gruppe kommen kann, was ich verstehen kann, wenn man nicht bei Facebook ist. Ich sage ja, komischer Laden, naja gut. Ich gebe auf meiner Homepage vom Geschäft, also vom Kosmetikinstitut, nicht vom Online-Shop. Vielleicht sollte ich das in Zukunft auch mal, naja, mal gucken. Also auf jeden Fall gebe ich immer bekannt unter Veranstaltungen, wann die nächste Schnupperstunde ist. Also wie gesagt, wer vorbeikommen möchte in der
Umgebung von Darmstadt, ne, was nicht so weit ist, der da gerne mal mit, ja, muscheln würde, wenn bei mir die Bude steppt, also der Bär steppt, sagen wir es mal so. Manchmal denke ich platze aus allen Nähten, weil so groß ist ja mein Laden nicht. Der darf gerne vorbeikommen, der ist herzlich willkommen zur offenen Schnupperstunde. Ansonsten, wenn jemand vorbeikommen möchte, um so zu schnuppern, bitte, bitte, bitte vorher anrufen, weil ich alles alleine mache. Ich habe also keine Angestellten und das möchte ich auch nicht. Und ich während den Behandlungen nicht an die Tür gehe. Und ihr dann nicht einfach vor der Tür steht, ruft an, fragt, wann ja, Leerlauf ist, wann ihr vorbeikommen könnt zum Durchschnuppern. Auch das funktioniert. Gar kein Thema, können wir machen. Nur, wie gesagt, uns vorher absprechen und ansonsten einfach so vorbeikommen unter www.kosmetikinstitut-gerisch.de unter Veranstaltungen. Auch das verlinke ich euch unten in der Infobox. Und da könnt ihr dann immer schauen, wann die nächste offene Schnupperstunde ist. So, und zu der Weihnachtskollektion 2015 muss ich auch noch schnell was sagen. Es ist so, ich kann euch nicht versprechen, dass ich für die Weihnachtskollektion 2015 ein Duftbeschreibungsvideo drehen kann. Weil, es ist so, ich hatte jetzt 3 Wochen Urlaub. Und es war, also ich fange am Montag jetzt wieder an. Und es war schon vor meinem Urlaub so, dass ich, was Termine angeht, bereits Mitte, Ende November bin. Es wird also nicht mehr lange dauern und mein Terminplaner ist bis Weihnachten voll. Proppe voll. Also da geht gar nichts mehr. Und das Problem ist, ich komme dann einfach abends auch später raus. Dann müssen ja auch noch die Düfte gegossen werden und, und. Und ich weiß einfach nicht, weil auch an den Wochenenden dann viel ansteht, ob ich dazu komme, zeitlich euch ein dufteliges Video abzudrehen mit den Duftbeschreibungen. Also, wie gesagt, versprechen kann ich es nicht. Ich probiere es natürlich. Ich möchte euch aber einfach den Tipp geben, schaut ab Mitte November immer mal wieder in den Online-Shop rein, falls es da dann schon die Weihnachtsdüfte gibt. Wie gesagt, mit dem Video, das müssen wir gucken, müssen wir sehen. Spätestens im nächsten Jahr wird es dann wieder duftelige Videos geben. Ich probiere es, wie gesagt, aber versprechen kann ich es aufgrund der Terminlage bei mir nicht. Und mein Laden geht halt erstmal vor, anstelle von Videos. Ne? So, ja. Mone macht, was möglich ist, aber alles schafft sie nicht immer. Wie gesagt, haltet die Daumen, vielleicht kriege ich es hin, aber ich möchte nichts versprechen, dass wir uns dieses Jahr nochmal in einem dufteligen Video sehen, weil ich einfach nicht weiß, ob ich es 100% einhalten kann. Ne? Deshalb immer schön von Zeit zu Zeit einfach mal im Online-Shop vorbeigucken. So, meine Lieben, das war es jetzt aber definitiv von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Ich hoffe, ihr habt ordentlich und fleißig mitnotiert, damit ihr wisst, was ihr wollt, wenn ihr in den Online-Shop geht. Und ich halte euch die Daumen, dass ihr das, was ihr gerne möchtet, auch noch alles bekommt. Denn wie gesagt, wenn weg, da weg. Alles immer nur in Kleinauflage. In diesem Sinne, meine Lieben, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielleicht auch eine Rezi. Bis dahin, fröhliches Düfteln und macht's gut.